Der Ehrenamtspreis 2018 der Stadt Köln in der Kategorie Vereine geht in diesem Jahr an den Förderverein für krebskranke Kinder e.V. Der Verein wurde im Jahr 1990 gegründet. 8 Jahre später wurde das Elternhaus mit 15 Apartments auf dem Gelände der Universitätsklinik eröffnet. Wir sprachen mit Marlene Mehar, seit 14 Jahren Vorsitzende des Vereins, über die Aufgaben des Vereins und die eigene Motivation. Die Kraft gibt mir, dass ich eine betroffene Mutter bin, dass mein Sohn an Krebs erkrankt war. Und ich erkannt habe, mit meinem Mann etwas zu tun, hilft uns, damit fertig zu werden. Was erwartet diese Menschen, wenn sie hier im Elternhaus Unterkunft finden? Ja, die Eltern kommen zu uns mit der Diagnosestellung, mein Kind hat Krebs. Sie kommen zu uns und werden von unseren erfahrenen Mitarbeitern empfangen und werden auch in Ruhe gelassen, wenn sie allein bleiben wollen. Aber wenn sie Hilfe brauchen, ist man immer für sie da, und zwar durch unsere erfahrenen Mitarbeiter. Ich selbst arbeite nicht mit den Eltern. Wir vom Vorstand, wir sind ehrenamtlich tätig, wir sind alles betroffene Mütter und Väter. Und wir sind dafür da, dass wir die Entscheidungen treffen, dass wir schauen, dass die Spenden reinkommen, dass wir schauen, wofür die Spenden ausgegeben werden, dass wir die administrativen Aufgaben übernehmen hier im Förderverein für krebskranke Kinder in Köln. Das kostet bestimmt eine Menge Geld. Wie schaffen Sie das? Wir haben dieses Haus aus Spendengeldern errichtet. Wir betreiben es aus Spendengeldern. Und immer wieder, und wir sind froh darum, wir haben mit der Kinderonkologischen Station ein sehr gutes Verhältnis zu der Station. Wir arbeiten ganz eng damit zusammen. Unsere Mitarbeiter sind täglich drüben und tauschen sich mit dem psychosozialen Dienst, mit den Ärzten, den Pflegern dort aus. Und es besteht auch zu uns im Vorstand ein ganz enger Kontakt zur Kinderonkologischen Station. Natürlich ist es eine Behörde und man muss schauen, dass man immer wieder, wenn man Wünsche und Anforderungen hat, dass man die auch an den Mann, an die Frau bringt. Und das haben wir auch gelernt in den ganzen Jahren, dass wir das tun und sagen, ja, wir sind die Vertreter der Eltern, deren Kind heute an Krebs erkrankt ist. Ein wichtiger Baustein ist die Krebsforschung. Was machen Sie da? Ja, Forschung ist für uns ganz wichtig, weil wir sagen gerade im Vorstand, unsere Kinder würden noch leben, wenn die Forschung, vielleicht würden unsere Kinder noch leben, wenn die Forschung schon so weit gewesen wäre damals. Das wissen wir natürlich nicht. Aber uns ist allen klar, dass das ein ganz wichtiges Thema ist. Die Forschung wird meistens aus privaten Spendengeldern bezahlt. Und wir hier haben dafür gesorgt, dass an der Uni Köln eine Forschungsprofessur eingerichtet wurde. Für 5 Jahre haben wir uns verpflichtet, die zu finanzieren, die Anschubfinanzierung zu machen, damit auch weiter hier am Neuroblastom ein Kinderkrebs im Kleinkindesalter meistens im Bauchraum, da liegt der Schwerpunkt der Forschungsarbeit sowieso in Köln, und da ist Professor Fischer, der dort daran jetzt arbeitet. Und das finanzieren wir. Elternhaus, Krankenhausneubau, Forschungsförderung. Wo liegt heute der Schwerpunkt Ihrer Arbeit? Wir nennen das die Nachsorge. Wir machen gerne auch, leider versterben ja immer noch 20% der krebskranken Kinder. Dafür machen wir 2-mal im Jahr eine Wanderung. Wir sind zusammen und jeder weiß von jedem, der hat auch ein Kind verloren. Wir machen einen gemeinschaftlichen Gedenkgottesdienst 1-mal im Jahr mit den Familien. Aber auch andere Familien, deren Kinder überlebt haben, kommen immer wieder gerne zu uns. Allein wenn sie auf die Station müssen, um zu einer Nachsorge, zu einer jährlichen, halbjährlichen Untersuchung. Sie schauen bei uns rein, trinken Kaffee hier, sprechen mit unseren Mitarbeitern. Sie kommen und sagen Danke. Wir haben uns sehr wohl gefühlt hier, und ihr habt uns sehr viel geholfen in dieser schweren Zeit unseres Lebens. Nun sind Sie Träger des Ehrenamtspreises. Ihr Schlusswort. Ich sage Danke, die uns dabei unterstützen, dass wir das alles auch weitermachen können in Zukunft. Dass wir weiter für die Eltern, für die Familien da sind, weil die Krebserkrankung eines Kindes betrifft immer die ganze Familie und nicht nur das krebskranke Kind. Und dazu brauchen wir Sie, alle Spender, die uns dabei unterstützen wollen. Vielen Dank. Vielen Dank und Ihnen alles Gute und herzlichen Glückwunsch noch zum Ehrennamenspreis. Dankeschön.